Hallihallo Leute, mein Name ist Janus von IOSA100, Nils ist auch dabei, willkommen zu der dritten Folge von Minecraft 2052. Ja, heute begrüßen wir euch ganz herzlich, wie gesagt, zu der neuen Folge und das heutige Ziel ist es eigentlich, das Minen von uns zu automatisieren, denn in letzter Zeit ist uns beim Spielen aufgefallen, dass uns doch so langsam die Rohstoffe ausgehen und wir nicht so viel Lust haben, die ganze Zeit zu minen. Und deswegen haben wir uns gedacht, fangen wir mal an, die ersten Mining Turtles zu craften. Gleichzeitig muss ich mich jetzt schon mal direkt am Anfang dafür entschuldigen, dass die letzten Folgen ein wenig verwirrend geschnitten wurden, da ich einfach momentan noch ein wenig daran arbeite, da das Ganze hier ein bisschen neu ist für mich, da ich sonst meistens immer in einem Stück aufnehme und so halt in mehreren Etappen immer Stück für Stück alles aufnehme und deswegen bin ich nur noch ein bisschen am Rumprobieren und ich hoffe, es wird mit der Zeit besser. Schreibt dazu einfach mal kurz bitte die Meinung in die Kommentare, denn sonst kann ich mich nicht wirklich in solchen Sachen verbessern. Ja, gleichzeitig haben wir wieder hier die beiden Monsters oder die beiden Spawner wieder hingekriegt. Das haben wir ja, wie gesagt, im letzten Video schon gezeigt, war das eigentlich das Ganze ziemlich simpel. Die Portal Gun ist leider immer noch weg, aber ansonsten sieht das Ganze eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben in der letzten Zeit wieder ein bisschen gefarmt, ein bisschen die Gegend erkundet, ein paar coole Sachen gefunden, wie zum Beispiel, ich schaue jetzt gerade mal, wenn man es findet natürlich, ich glaube in einer anderen Kiste, wie zum Beispiel hier diese Pickaxe of the Core oder die Hoe of Growth. Wir wissen selber noch nicht, wozu die da sind. Gleichzeitig haben wir nochmal eine ganze schöne Menge an Büchern gefunden. Die benutzen wir jetzt noch nicht. Gleichzeitig zwei Logic Matrix Programmer. Keine Ahnung, wozu die da sind. Müssen wir alles später nochmal rausfinden. Und gleichzeitig haben wir schon hier unser erstes Jetpack mal gebaut oder gefunden. Und das klappt auch wunderbar. Gleichzeitig haben wir nochmal das System hier ausprobiert und dabei ist uns wirklich aufgefallen, dass nur Lava ins System kommt, wenn jemand den Chunk im Nether lädt. Ist zwar ein bisschen schade, aber so können wir uns erstmal genug Energie für den Anfang besorgen. Haben jetzt hier nochmal eine Battery Box angeschlossen und können so halt unsere elektrischen Sachen aufladen. Und so können wir schon, wie ihr seht, hier direkt durch die Gegend fliegen. Ansonsten, wie gesagt, Ziel der heutigen Folge, das Mine zu automatisieren und eventuell eine kleine Baumfarm zu bauen. Denn das Ganze hilft schon mal sehr, sehr weiter, denn so kann man unendlichen Strom produzieren. Und das ist auf jeden Fall günstiger als unsere anderen Gerätschaften, wie zum Beispiel eine Solarfarm oder ähnliches. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, die Sachen zu craften. Und um eine Mining Turtle zu bauen, braucht man hier mehrere Sachen. Als erstes braucht man hier einmal die grundsätzliche Turtle. Die haben wir jetzt hier schon mal so vorbereitet. Das sieht hier so aus. Dazu gehe ich mal zurück und entnehme mal zwei dem System. Jetzt haben wir die hier. Gucken jetzt hier nochmal in den Bauplan rein und sehen, wenn wir das haben, müssen wir die hier, die zwei, einmal umfassen mit ganz normalen Eisen. Nochmal zur Sicherheit, dann da unten drunter zwei Chests tun, denn die Sachen werden nachher da in die Chests reingetan. Dann nehmen wir jetzt mal die zwei Turtles hinaus und machen daraus ganz normale Mining Turtles. Leider kann man immer nur eine machen, weil natürlich nur ein Item da drin ist. So, jetzt haben wir unsere ersten zwei Mining Turtles, beide verzaubert. Wir wissen nicht, ob das was bringt, deswegen haben wir das erstmal nur mit Efficiency 1 ausprobiert und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter zum Nils auf die Höhe 11 oder 13, je nachdem was wir wollen. Und werden dann erstmal die Maschinen oder die Mining Turtles das erste Mal einsetzen. Und wie sieht's aus? Ja, wir sind jetzt bei Höhe 11. Und ich würde sagen, hier fangen wir mal an und lassen die erstmal ganz normal Strip Mine. Jeder kriegt jetzt sozusagen seine eigene. Ich gebe dir mal hier, Nils. Dankeschön. Und ich grab in die Richtung, okay? Warte, oder machen wir kurz so. Ich grab in die Richtung, okay? So. Und du in die andere. Dann setzen wir die jetzt hier hin. Und jetzt muss ich mal gucken, wie man das benutzt. Weißt du, wie das geht? Weiß nicht mehr ganz genau, nein. Wir schauen noch mal kurz nach, wie man das Ganze hier eingibt und was man hier eingeben muss, damit die gerade ausgraben. Bis gleich. So, da sind wir wieder, haben uns jetzt gerade ein bisschen auf dem Technik-Wiki informiert. Und jetzt kann man erstmal ein paar coole Sachen eingeben, wie zum Beispiel Dance, Preparing to get down. Und was ihr jetzt sehen werdet, ist eine tanzende Turtle. Yay! Dazu hat sich das auf jeden Fall gelohnt, so viele Diamanten auszugeben. Nein, Spaß. Zurück zur Realität, wir stoppen das Ganze mal kurz. Jetzt sollte die aufhören. Und jetzt müssen wir eingeben, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten und zwar zwei sinnvolle Commands. Einmal Excavate, das heißt die Turtle baut ein Loch mit den Maßen, die du da eingibst. Und das andere ist Tunnel und das ist das eigentliche, was wir vorhatten. Dazu geben wir jetzt einfach ein in die Konsole Tunnel, also T-U-N-N-E-L, ist egal ob klein oder groß. Und dann müssen wir die Strecke eingeben, dann baut er ein 3x2 Tunnel. Ich würde als Strecke einsagen, machen wir mal kurz zu Testzwecken 20.
starten das Ganze mal und jetzt Kohle vergessen, aber jetzt ist sie hier. Das heißt, wir füllen das Ganze jetzt hier in das System rein. Sollte eigentlich klappen. Dann geben wir jetzt nochmal einen Tunnel 20, damit das Ganze auch gut funktioniert. Und jetzt sollte der eigentlich anfangen hier zu graben. Die Items werden dann natürlich hier reingetan. Und wenn er auf Kohle trifft, heißt das eigentlich, dass er sich auch wieder selber auffüllt. Und wenn eigentlich alles gut klappt, sollte das System sich die ganze Zeit unendlich lang wieder auffüllen. Und so sollten wir dann nach und nach unsere Sachen haben. Gleichzeitig könnte man theoretisch hier noch am Anfang eine kleine Kiste hinstellen. Das heißt, er packt dann, wenn sein System voll ist, packt er die Sachen einfach hier in die Kiste rein. Das heißt, wir können die dann hier rausnehmen. Aber ich denke mal, so ist das auch erstmal okay. Und wir müssen jetzt erstmal unsere Erfahrungen mit den Teilen sammeln. Ja, das Schöne dabei ist, dass halt die Pickaxes, also die Diamantspitzhacken, im Grunde, also sie sind wirklich unzerstörbar. Und deshalb sollte das System eigentlich perfekt funktionieren. Gut, wir werden jetzt im nächsten Schritt uns mal ein bisschen an der Baumfarm versuchen, weiterhin Rohstoffe farmen, denn die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Vielleicht werden wir noch ein bisschen was an der Elektrizität tun, vielleicht einen vollautomatischen, also einen eisenelektrischen Ofen bauen und dann schauen wir mal weiter. So, die Turtles sind fleißig am Minen und wir haben uns gedacht, da wir am Anfang gesagt haben, dass wir die Welt nicht so ausbeuten wollten, wollten wir jetzt ein Paralleluniversum erschaffen, wo wir die Ressourcen wirklich schamlos ausnutzen können. Dafür haben wir uns bereits in den letzten 2-3 Folgen schon mal ein paar Sachen besorgt. Wie einmal hier diese Station, wo wir verschiedene Pages rein können. Mit diesen Pages können wir dann unsere eigene Welt nach unseren Wünschen kreieren. Und gleichzeitig haben wir hierfür noch ein paar andere Sachen, damit wir die Sachen erstellen können. Nils erklärt uns jetzt mal kurz am besten, wie das geht, denn der hat jetzt gerade alle nötigen Materialien dafür eingesammelt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal hier mit dem... Ja, also mit den Pages. Wir haben ja hier, das ist ja ein Writing Desk. Im Writing Desk kann man solche Notebooks speichern mit den ganzen Schriften drin, die wir jetzt gesammelt haben. Das sind unsere jetzt im Moment. Und wir haben hier Ink drin, also Tinte. Und damit können wir jetzt, wenn wir hier noch ein zweites Notebook reintun, können wir jetzt auswählen, welche von denen wir in unserer Welt haben wollen und die dann einfach da rein tun. Ja, und wir hatten uns jetzt in diesem Fall für Desert Hills entschieden. Tu das mal rein, Nils. Ja. So, die Seite ist... Na, warte, geht nicht. So. So, die Seite ist jetzt da drinne. Ja. Und jetzt produziere das mal. Ne, möchtest du noch sonst noch was? Irgendwie Normal Sun oder sowas? Wäre gut, ja, dann machen oder? Wir noch Normal Sun rein. Ja, wäre gut. So. Und das und reicht erstmal. Normal Moon. So, das mehr Papier haben wir jetzt auch nicht. So, und dann, wenn wir es jetzt rausnehmen und zum Bookbinder rübergehen. Das ist dieser Block hier? Ja, genau. Und dann einfach, dafür brauchen wir noch Leder, warte. Leder sollten wir auch noch genug haben. Ja, haben wir genug. Drin. Ja. Das tun wir jetzt in den Buchbinder rein, damit wir aus den Seiten ja, was Buchbinder. Machen können. Auf der anderen Seite machen wir so. Also machen wir Rechtsklick mitten und dann können wir das Descriptive Book rausnehmen. Ja, haben wir jetzt. Und das in den... Das hier in diesen Buchhalter tun, den wir vorher... Buchhalter. Das ist unsere neue Welt jetzt. Und wenn du jetzt aufs Schwarze draufklickst, sind wir in der Welt. Sollen wir machen? Ja, machen wir mal. Nur aus Spaß. Ey, ich komme da nicht rein. Du? Ja, ich bin drin. Du stehst bei mir. Du musst draufklicken. Ja, es lädt sich gerade noch. Bei mir passiert gar nichts. Okay. Du musst. Okay, doch jetzt. H2 muss ich dann anklicken, ne? Oder das Schwarze? Das Schwarze. Jo, wir sind in einer neuen Welt, die ziemlich krass aussieht. Und dunkel. Wie kommt man zurück? Indem ich hab hier so ein paar Linking Books mit ja. Overworld. Gib mir mal bitte eins. LOL. Ja, was da fällt gerade. Hier fällt alles runter. Ja. Ich guck gerade nur. Boah, das sieht krass aus, ne? Ja. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Live-Map-Viewer. Das funktioniert hier nicht mit dem Live-Map-Viewer. Achtung, kommt ein Zombie an. Ich hoffe mal nicht, dass... Ich meine das nicht, dass das hier überschreibt. Nein, das nicht. Ich fliege mal kurz eine Runde für die Abonnenten. Die ganze Decke. Guck dir das an. Ich weiß. Da ist, Achtung, da ist ein Zombie hinter dir her, ne? Ja, ich fliege hier gerade... Jetzt nicht mehr. Sieht krass aus. Ja. Sieht echt richtig, 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 das richtig ist halt krass unsere aus. Erste... Parallelwelt, in die wir dann hier
ausnutzen werden. Wir werden natürlich nochmal uns nachher ein bisschen mehr damit beschäftigen, was für Kombinationen wir erstellen werden, weil es gibt natürlich ein paar nützliche und nicht so nützliche Funktionen hier. Und ich denke mal, wir sollten uns danach mal was für irgendwas entscheiden, was wir nehmen. Ich würde zum Beispiel am liebsten eigentlich nur Tageslicht nehmen. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum es jetzt gerade dunkel ist. Weil wir ja noch Moon reingepackt haben, glaube ich. Ich glaube, wir sind in einer riesigen Höhle drin. Ja, oder das stimmt. Ja, wir sind auch in einer riesigen Höhle. Müssen wir mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Nils, kannst du mir kurz sagen, wie das geht? Ja, wenn du zu mir kommst, dann können wir was machen. Ja. Oh. Und abgeschmiert. Ja. Bei dir auch? Bei mir auch, ja. Ja, mal schauen, woran das liegt. Kann natürlich immer an irgendwas sein. Der Server sollte jetzt neu starten. Wir sehen uns gleich wieder, falls alles klappt. Keine Ahnung, warum das. So, wir haben den Server jetzt 3-4 Mal neu gestartet. Keine Ahnung, was das war. Das hat auf jeden Fall mega lange gedauert, da der nicht dafür ausgelegt ist anscheinend, so komische Wellen zu berechnen, weil eigentlich müsste der Sand runterfallen. Auf jeden Fall sind jetzt hier mal ein paar neue Bücher aufgetaucht. Und so können wir erstmal zu Überwelt zurück. Keine Ahnung, woran das lag. Frag mich nicht. Lol. Siehst du das, wie sich das verschiebt? Wir buddeln uns erstmal ein. Wir buddeln uns erstmal ein, das ist auf jeden Fall nichts Gutes. Wir gucken da lieber nochmal im Kreativmodus nachher auf einer anderen Welt, was man hier so machen kann, bevor wir uns hier irgendwie zu Tode teleportieren und nicht mehr in diese Welt zurück können. Boah, guck mal, wie das rumspinnt jetzt. Wie schnell das wird. Was denn? Das hier. Das war schon die ganze Zeit so schnell. Nicht ausschalten. Naja. Egal. Wir gehen jetzt nochmal runter, dann können wir euch nochmal zeigen, was wir so mit den Mining Turtles gemacht haben. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Menge, denn die Teile sind wirklich fett. Die graben so viel Kohle auch selber aus, dass sich das Ganze fast hundertprozentig wieder erneuert. Das einzige Problem, was wir haben, dass die Teile hier noch manchmal in die Ecke scheißen, was ihr hier seht. Weil wenn die voll sind, tun die die Sachen ja einfach auskacken. Und das sollte natürlich nicht so sein. Hier ist sie. Wir haben jetzt hier eingestellt. Komm. Na, ich kann sie gerade nicht anklicken. Doch, jetzt. So. Wir haben das jetzt erstmal so eingestellt, dass sie im Bereich von 65x65, also von da, bis zum Bedrock erstmal runtergraben. Und das sind nur die seltenen Erze oder Rohstoffe, die wir bis jetzt gefunden haben. Wie ihr seht, ist das schon mal eine ganz schöne Menge. Dazu kommt nachher das, was wir noch aus den Wänden ausgraben müssen. Und ansonsten haben wir noch eine ganz schöne Menge an Cobblestone und anderen unnützen Zeug. Wenn ihr wisst, wie man diese Kiste da, also den Turtle, anschließt an eine Kiste, das wäre sehr, sehr nett, wenn ihr uns das mal in die Kommentare schreibt, weil ich denke mal, das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, weil das ansonsten sehr, sehr viel Arbeit ist. Gleichzeitig ist die zweite Turtle hier unten aktiv. Hier, Nils, alles hast du gesehen, die hat schon 2-mal alles rausgetan. Okay. Und die gräbt schon mal von unten hier 65x65 den Bereich aus, damit wir nachher genug Rohstoffe haben, die wir erstmal hier für den Bau und für andere Sachen nutzen können. Gut, wir versuchen das jetzt nachher nochmal ein bisschen im Kreativmodus auf dem anderen Server ein wenig mit den Welten umzuspielen und ansonsten versuchen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen weiter am Farmen. Weiter geht's, da sind wir schon wieder und die Turtles haben fleißig gemeint. Gleichzeitig haben wir hier oben das ganze Gebäude ein bisschen umstrukturiert. Gleichzeitig haben wir nochmal ein wenig die Landschaft erkundet und dabei nochmal eine Portal Gun gefunden und zwar dieses Mal die Bacon Gun, weil da vorne so ein Stück Fleisch oder Pork drauf ist. Und ansonsten haben wir hier den ganzen Bereich ein wenig vergrößert. Gleichzeitig haben wir die ganzen veredelten, also edlen Rohstoffe nach oben gebracht. Und wie ihr seht, haben wir schon eine ganz schöne Menge an Rohstoffen, vor allem 64 Diamanten, Redstone und noch andere Sachen. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Unten haben wir dann gleichzeitig nochmal ungefähr 20 gefüllte Doppelchests mit Stein, Erde und Gravel. Was ihr hier seht, ist unser neuer Tower. Wir haben uns überlegt, wir verlagern diese Ender, den Ender-Tank verlagern wir vom Nether hier in die Welt und pumpen erstmal die Lavaseen aus, die wir hier haben. Weil so ist das für uns zumindest deutlich angenehmer, weil so müssen wir nicht immer in die Welten gehen, damit das geladen wird. Gleichzeitig haben wir hier nochmal einen zweiten Geothermalgenerator eingebaut, der halt dafür sorgt, dass wir hier halt Strom produzieren und hier haben wir das Ganze angeschlossen an unsere ersten elektrischen Öfen. Die funktionieren auf jeden Fall super gut. Wir müssen uns nicht mehr wirklich um Kohle kümmern und die können wir voll und ganz in die Turtles reinstecken und ansonsten haben wir hier hinten so einen kleinen Zaubertisch gebaut, denn in der Regel reichen uns die Sachen auf Level 1 bis 8. Ja, gleichzeitig, Nils hat sich auch nochmal ein Jetpack gemacht, so dass wir durch die Gegend fliegen können und dann haben wir hier draußen nochmal den Tank vergrößert, so dass wir erstmal hier genug Lava speichern können.
Auch haben wir hier in letzter Zeit diesen kleinen beiden Schweinespawner verlegt. Das ging ja jetzt endlich wieder mit der Portal Gun. Und die haben wir jetzt hier hingetan, dass man hier halt unsere Schweine farmen kann, ohne dass sie die ganze Zeit rausglitschen und rumlaufen. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was hier unten geschehen ist. Denn das ist auch eine ganz schöne Menge, was die Turtles gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel AFK-Farming gemacht. Haben jetzt herausgefunden, wie man die an Kisten anschließt. Und das Ganze klappt sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt hier mal gleich ein bisschen schnell durch. Denn, wie ihr seht, sind da vorne schon eine ganz schöne Menge an Monstern, die hier Nils abschießen. Nett, dass er es sich auf sich nimmt. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal hier entlang. Die sind alle voll mit Steinen. Und jetzt zeige ich euch mal so gut, wie es geht, weil das hier unten halt sehr, sehr schnell dunkel wird, was hier alles voll ist. Wie ihr seht hier, alles größtenteils voll mit den Sachen. Die Turtles packen fleißig ihr Zeug rein. Mittlerweile ist nur noch einer am Arbeiten, denn wir sind hier fast auf dem Grundlevel. Also auf dem Level, wo Bedrock anfängt. Und das ist das Einzige, was noch sozusagen gemeint werden muss. Und das hier ist natürlich der perfekte Ort für alle Arten von Zombies. Ja, ich wollte euch auch kurz noch zeigen, wo wir jetzt unsere Lava hernehmen. Und zwar von diesem See hier hinten in der Ecke. Und was ihr hier seht, ist schon ziemlich krass. Das Ganze war vorhin bis auf diesem Level. Und wir saugen jetzt hier die ganze Zeit schön fleißig mit unserer Pumpe die Lava hier raus. Ja, das Ganze hat wie gesagt ganz schön viel Zeit bis jetzt in Anspruch genommen. Macht natürlich Spaß einfach zuzusehen, wie die Rohstoffe hier hingeflogen kommen sozusagen. Die Monster versuchen sich hier gerade den Nils zu holen. Und mit den Rohstoffen werden wir jetzt in nächster Zeit anfangen, einen Quarry zu bauen. So, ich kann schon mal sagen ungefähr, was wir in der vierten Folge machen werden. Und zwar werden wir uns daran setzen, dass wir anfangen werden, die Base zu errichten. Dazu hatten wir uns jetzt erstmal vorhin ein kleines Konzept überlegt. Das möchte ich euch jetzt nochmal kurz mitteilen, bevor die Folge zu Ende ist. Denn so könnt ihr am besten mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie ihr wisst, sind wir ja hier noch in unserem Start-Schrank oder in unserem Startbereich. Und das Gute ist halt, dass halt dieser Startbereich immer geladen ist. Das heißt, der Schrank ist halt immer geladen. Und so könnt ihr die ganze Zeit farmen laufen, auch wenn ihr nicht in dem Schrank seid. Natürlich könnte man das Ganze hier auch mit einem Shunkloader hier laden lassen. Das ist ja das Gute bei Vizebeast. Aber so könnten wir das Ganze auch ganz stabil und ohne Probleme hier laufen lassen. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Quarry, den wir in irgendeiner gewissen Zeit jetzt bald craften werden, werden wir hier ungefähr den... mal gucken, lieber runter, bevor das Jetpack alle geht. Werden wir hier den ganzen Bereich weggraben lassen. Das heißt, dass hier ein riesiges Loch ist. Der Vorteil ist halt, dass nachher hier drinnen nichts mehr spawnt oder geladen wird und nichts mehr geladen werden muss. Und so haben wir ungefähr den Bereich, der halt am wenigsten Lag sorgt. Gleichzeitig können wir dann in die Mitte hier richtig, richtig fette Farmen bauen. Und das ist eigentlich immer noch genau wie im Vanilla Minecraft. Da werden wir dann hier unsere Base errichten mit einem vollautomatischen Lager. Aber ich denke mal, das Ganze wird auf jeden Fall richtig, richtig viele Folgen in Anspruch nehmen. Ich bedanke mich sonst fürs Zusehen. Sagt mal, was ihr von diesem Vorschlag mit dieser unendlichen Base oder mit dieser riesengroßen Shunk-Loading-Base haltet. Schreibt das in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bitte vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der vierten Folge. Ich bin raus für heute, der Nils auch. Ciao, ciao.